beides grandios. Achtung, jetzt kommt der Refrain nochmal, Achtung. Was sagst du? Der Refrain. Ja, Achtung. Gleich. Ja, großartiges Video. Oh, hier, der Hüftschwung. Hammerhart, oder? Ja, großartig. Also, ja. Großer Applaus. Ganz toll. Den ganz toll. Super. Was ich auch sehr gut finde, ist, ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause lesen könnt, hier rechts auf der Website steht, that's right, it's official. Ja, das ist official. Ja, es gibt unglaublich lustige Sachen mit dem Wort Hasselhoff. Er nennt sich ja selbst, er sagt ja selbst noch nicht Hassel the Hoff, ist ja sein Motto irgendwie. Und es gibt auch im Internet unzählige Bildchen, wo man den Namen Hasselhoff irgendwie irgendwo einbaut. Zum Beispiel so Davidoff heißt dann Hasselhoff und auf der Packung ist dann ein Gesicht von ihm drauf. Da gibt es super viel lustige Sachen. Wir haben uns überlegt, wir würden auch gerne sowas machen. Ja, genau. Also wenn ihr irgendwie in der Lage seid, gut mit Photoshop umzugehen oder irgendwie, dann könnt ihr natürlich, wenn ihr einen Favoriten habt für euer Night of the Week, ja, also wenn ihr sagt, Zinedine Zidane ist die coolste Sau auf dem Planeten, weil er einfach Leute mit dem Kopf tötet, oder ihr seid der Meinung, David Hasselhoff ist der beste Mensch der Welt, weil er einfach Brusthaare hat, wie kein anderer auf dem Rücken und weiß ich nicht, dann schickt uns Bilder, das würde uns sehr freuen, und Collagen und was auch immer ihr wollt an let's@giga.de. Wir freuen uns sehr über eure Zusendung. Wir haben noch ein Video, ich glaube, das ist... Platz 4? Das ist Platz 4, aber das ist ein bisschen älter. Das ist, und zwar heißt das Hooked on a Feeling, ist, glaube ich, von 1999. Schon wieder David Hasselhoff, so ein Zufall. Auf Platz 5 und auf Platz 4 David Hasselhoff. Ist unfassbar. Der macht einen Durchmarsch, ne? Wir hören auch mal rein. Auch hier die Lyrics mal bitte beachten. Ja? Achtet mal auf die Hunde, die da sind. Und das Beste ist, er macht Videos ja selbst mit Movie Maker zum Beispiel. Der macht die ja wahrscheinlich zu Hause wirklich selbst. Ja. Ja. Aber egal, würde ich sagen, toller vierter Platz. David Hasselhoff ist in den Charts vertreten. Jetzt Platz 3. Aber das kann ja nicht schon wieder David Hasselhoff sein. Du wirst lachen. Video Nummer 3, das beste Video aller Zeiten, was wir gefunden haben. Das Lied, das er gesungen hat zur Wiedervereinigung Deutschlands, David Hasselhoff, tatsächlich auf der Berliner Hasselhoff. Mauer. Unglaublich. Ja. Hat er wirklich, ich weiß, ja. Ich habe selber nicht gesehen. Nee, hat es jemand gesehen damals, 1989? Hat da jemand schon gelebt? Live auf der Berliner Mauer? Irgendwer. Ja, nee, also ich habe es gesehen, aber ich kann mich nur noch an die Scorpions erinnern. Ehrlich gesagt. Aber David Hasselhoff war... Ich kann seitdem auch nicht mehr schlafen. Ja. Und das war tatsächlich irgendwie 8 Wochen auf Platz 1 in Deutschland. Unglaublich oft verkauft. Ja. Und das ist ja auch der Grund, warum die Amerikaner eigentlich nichts über Deutschland wissen, außer dass wir zwei Weltkriege angefangen haben, Sauerkraut verloren haben und David Hasselhoff. Ja. Und das ist, glaube ich, auch bei denen alles in der gleichen Liga. So denke ich auch. Mehr muss man nicht wissen. Ja. Wir schauen mal in das Video, das ihn zu einem Weltstar gemacht hat. Übrigens ein Cover. Das Lied ist original von 1977 von... Keine Ahnung. One morning. Vor allem, die auch immer Knight Rider, also Kevin auftaucht. Der einzige Erfolg bis dato, ihr Video ist Knight Rider dabei. Fehlt nur noch die Zeitlupe aus Baywatch. Ja. Großartiger Song. Ja. Oder?
Das ist übrigens auch eins der Lieder, da war man in so einem Alter, da konnte man noch nicht richtig Englisch sprechen und hat dann das versucht immer nachzusingen und hat dabei immer das gesungen, was man gehört hat. Hat gar keinen Sinn ergeben, aber saulustig, was dabei so rausgekommen ist. Ja, das gab's bei auch bei vielen Michael Jackson. Zum Beispiel, ja, genau. Wo einfach bei Bad oder so. Ja, ja, ich mach hier mal Stopp. Also, ja, großartiger Song, auf gefällt mir Fall sehr gut. Ja. Was du angesprochen hast, das war wirklich die Zeit, man konnte kein Englisch, weil das Lied lief den ganzen Tag. Ja. Und dann ging es, ich bin ja auch der Meinung, dass David Hasselhoff mehr für die Englischkenntnisse im deutschen Volk getan hat, absolut, als jede Schulstunde. Absolut. Und das Geile, wir müssen dabei nochmal auf die Homepage von ihm zurückkehren. DavidHasselhoff.com, eine riesen Homepage, kann ich wie gesagt nur jedem empfehlen. Achtung, jetzt kommt er nochmal. Hasselhoff, welcome to my website. Stay tuned for news, views and reviews. Motherfucker. So, und wenn man hier nämlich auf Biography geht, da steht dann nämlich tatsächlich seine ganze Karriere und das wirklich einen halben Absatz einnimmt, ist sein Erfolg in Deutschland. Ja. Ja. Auf seiner offiziellen amerikanischen Website. Er ist so stolz auf seine deutschen Fans, das muss man sich ja vorstellen. Hier steht's: His remarkable musical career took off in the late 80s when he recorded the album Looking for Freedom at the End of the Cold War. The song became an anthem for the German people and remained at the top of their charts for 8 weeks. Eine Hymne für eine das Hymne deutsche für Volk. Das ja, wir erinnern uns alle, wie wir damals in der Schule standen. Ja. I've been looking for freedom. Wir erinnern uns, das war, ne? Damals. Und das sehr schön auch hier. He sang Looking for Freedom from atop the Berlin Wall during German Reunification Celebration. Ja, also da nochmal die Bestätigung. Auf der Berliner Mauer hat er dieses Lied gesungen für das deutsche Volk. Und viele haben gedacht, Kohl wäre damals die treibende Kraft gewesen. Ne? Pustekuchen. Nee. David Hasselhoff, dem haben wir die Wiedervereinigung zu verdanken. Vielen Dank für großartige Städte wie Karl-Marx-Stadt und so weiter. Unglaublich. Ja. Wir haben hier noch einen Konkurrenten. Das wäre jetzt das Nummer 2. Ja. Das, aber jetzt Nummer vielleicht zwei. Mal zur Abwechslung jemand anderes, kann nicht nur David Hasselhoff in dem. Ja, ich hätte jetzt hier jemanden angeholt, von dem ich der Meinung bin, dass er der Einzige ist, der wirklich es aufnehmen könnte mit David Hasselhoff. Ja. Und das sage ich, obwohl der ja, verdammt viel Haare auf der Brust hat. Soll ich mal? Ja, bitte, ich bin gespannt. Also, meiner Meinung nach, die einzige Person, die da mithalten kann, ungefähr auch zur gleichen Zeit berühmt geworden, und zwar ist das kein geringer als Mr. T, ja. Wir kennen ihn alle aus A-Team, der Mann, der ungefähr 16 Goldketten umhängen hat. Und hier sein Song. Also wir sehen hier Streit, Mutter und Kind. Und jetzt kommt Mr. T und wird schlicht. Oh, wait a minute. Don't bring anyone mother into this. She ain't here. If it wasn't for your mother, you wouldn't be here. So remember, when you put down one mother, macht Sinn, was er sagt. Genau. An der Stelle möchte ich mal ganz kurz pausieren, das kurz erklären, was da passiert ist gerade. Ja. Also wir haben ein kleines Kind gesehen. Ja, und sehr sauer. Gebettelt. Es war sehr sauer, hat sich mit dieser älteren Dame beschimpft und gestritten und gesagt, ja, meine Mutter ist blöd oder so. Nee, die haben sich gestritten und irgendwann kam der Punkt, da kam die Mutter ins Spiel. Ja, aber die Mutter war ja gar nicht da. Nee, Dann kommt Mr. T und sagt so, hey, hör mal auf, hier irgendwie, die Mutter ist jetzt nicht da, es ist gemein, über Dritte zu reden, die nicht anwesend sind und so. Und außerdem, und das ist eigentlich das Argument, was mich überzeugt hat, wenn eure Mutter gewesen wäre, dann wärt ihr auch nicht. Genau, macht Sinn. Ja. Das macht absolut Sinn. Und um das nochmal zu manifestieren, hat er dann direkt auch nochmal das in einem Song verarbeitet, der heißt Treat Your Mother Right. Genau, Treat Your Mother Right, dementsprechend, was so viel heißt wie Behandle deine Mutter gut oder richtig. Ja, hier ist der Song, unglaubliches Hitpotenzial. Hasselhoff nämlich. Man beachtet auch die Kleidung. Und diese Choreografie. Ja, ja, ne? Destiny's Child ist ein Scheiß dagegen. Das sind Lyrics, alter Schwede, da können sich deutsche Rapper mal was von abschneiden, oder? Also ich hätte auch Schwierigkeiten, mir den Text zu merken, auf jeden Fall. Meinst du, das hat er selber geschrieben? Auf jeden Fall. Aus tiefster Seele hat er irgendwie... Ja, großartig. Ganz toller Song. Ich würde den gerne mal kämpfen sehen mit David Hasselhoff. Ja, also es wird überhaupt, wir müssen mal irgendwie überlegen,
ich mache hier mal kurz auf Hass her. Wir müssten einen Film drehen und in diesem Film müssten Mr. T drin vorkommen. David Hasselhoff. David Hasselhoff, Zinedine Zidane irgendwie. Zidane müssten definitiv. Als Oberbösewicht. Oder zumindest ein Kopf müsste irgendwie dabei sein. Irgendwie, er müsste auf jeden Fall irgendjemanden zerhauen mit dem Kopf.